Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. So, wir befinden uns hier im Kampf gegen die Schuppe und zuerst mal steigern wir unsere Angriffs- und Abwehrkraft. So, Wacker, du machst mal einen Blindhieb auf diese Sim-Schuppe EQ. So, wunderbar. Saugtatscher, okay. Okay, wir haben als Gegner 4 von diesen Schuppenresten. Ich würde mal sagen, wir greifen einfach diese riesige Schuppe an. Den kleinen Dingen beschäftigen die uns jetzt nicht. Die hauen anscheinend eh ab, dann passt das wunderbar. Oh, klasse, die kommen wieder her. Egal, auf diese große Schuppe. Und nochmal. Schraube, okay. Ja gut, das geht einigermaßen. So viel zieht es jetzt nicht ab. Yeah, ein kritischer Treffer. Das Ding ist nicht mehr blind, dann machen wir es wieder blind. Gut, dass alle auf den Tidus gehen. So, frisst eine Potion. Kling, Glitzer, Glitzer. Nein, nicht antatschen. Ey, das Ding ist blind, wie kann ich es treffen? So, stirb endlich! Na, komm schon. Ach, diese kleinen Biester. Oh oh. Okay, jetzt wird's eng. Brauchen wir eine Potion für den Tidus? So, wieder einigermaßen fit und auf die Schuppe. Okay, die Potion hätten wir uns sparen können anscheinend. So, das Ding löst sich jetzt im Wohlgefallen auf. Ja, kann man so sagen. Und ein Haufen Erfahrungspunkte. Und eine Harpune und einen Blauschützer. Wunderbar. Oh mein Gott. Das Ding ist ja übelst riesig und hat alles getötet. Aber wieso, wenn die schon alle wissen, dass so ein riesiges Monster in der See lauert, bauen die alle mitten ans Meer? When Sin attacked Xanarkand that day, I woke up in Spira. I kept hoping it would work in reverse too. I will defeat Sin. I must defeat Sin.
I was just fooling myself. Maybe it was that day, on the sea, under the burning sun. I started to give up hope. I was in a foreign world. I wasn't going home. This was my new reality, and I was stuck in it for good. Also wie bereits gesagt, ich verstehe nicht, warum die alle dann direkt ans Meer hinbauen. Du sollst doch aufs Festland bauen. Dann kann das Viech doch nicht angreifen. So, Porta Kilika. Zumindest das, was noch übrig geblieben ist. Oh Mann, alles zerstört. Greetings. I am the summoner Yuna. I have come from the temple in Bisade. Oh, Milady Summoner! If there is no other summoner here, please allow me to perform the sending. Ah, thanks, BT. Our loved ones. We feared they would become fiends. Please, take me to them. We'll go see what we can do to help in town. Hä? Alles klar. Wir sehen uns hier mal ein bisschen um. Speichern. Zack. So, und dann gehen wir kurz ins Sphärobrett und werten mal unsere ganzen Charaktere ein bisschen auf. Alle bis auf den Kimari, weil der noch kein Level hat. Die kann nichts aufwerten, weil da nichts ist. Super. So, Zeitspheroid. Ein Geschick gesteigert. Dann du gehst da nach unten. Bekommst 20 MP. Du gehst da nach oben, Yuna. Und lernst Explitz. Und Kimari kann nichts. Gut, dann zur Ausrüstung. Wow. Bruder, da gibt es noch nichts, auch nicht. Turnierball, Blauschützer, Nässe, 50% weniger Schaden, wunderbar. Wasserschlag, der Huti greift sowieso nicht an. Die Harpune hat nur Durchschlag und die hat Durchschlag und Durchschauen. Rüstung hast du keine. Gut, dann passt es soweit. Und wir machen uns jetzt auch irgendwie nützlich. Hallo? Schatz, du lebst also doch? Oh, aus der Traum. Die Stube hat geschlossen. Schade, schade. Vorsicht, Tidus, hier ist nicht alles trittfest. Von hier geht's nicht weiter. Alles klar. So, was mit dir? Puh, sogar die Schankstube hat zu. Wie soll man das alles nüchtern ertragen? Du Alkoholiker, du. Hier sind lauter Leute gestorben und du willst was trinken? Also, ich glaub's echt nicht. So, dann gehen wir mal weiter. Mal schauen, was die Yuna so macht. Die muss irgendwas besegnen. Da stehen sie alle rum. What's ascending? Are we going somewhere? You truly are clueless. Are you sure it's just your memory that's the problem? The dead need guidance. Filled with grief over their own death, they refuse to face their fate. They yearn to live on and resent those still alive. You see, they envy the living. And in time,
that envy turns to anger, even hate. Should these souls remain in Spira, they become fiends that prey on the living. Sad, isn't it? The sending takes them to the far plane, where they may rest in peace. Summoners do this? Gut, dann muss die Yuna jetzt die Toten besegnen, sonst werden die zu Monstern. Die können über das Wasser gehen. What the fuck? Jesus! Nee, die schwebt über dem Wasser. Ist ja krass. Wie macht die das? Das war eine krasse Beerdigung. It must be tough, being a summoner. Yuna chose her own path. She knew from the beginning what it meant. All we can do is protect her along the way, until the end. Until the end? What's the end? Until she defeats sin. Oh. I hope I did okay. You did very well. They've reached the far plane by now, but no tears next time, I wished there would never be a next time. No more people being killed by sin. No more sendings for Yuna. Everyone stood there watching her. It was strange, and somehow, horrifying. I never wanted to see it again. Erstmal fett abschnorchen, alles klar. Okay, das Kind ist irgendwie ein bisschen hyperaktiv. Wenn ich groß bin, werde ich auch. Werde ich ein Blitz. Das nochmal. Wenn ich groß bin, werde ich ein Blitzball. Entweder die haben da das Wort Spieler vergessen oder der will wirklich ein Ball werden. Das ist meine Heimat, auch wenn es ein Trümmerhaufen ist. Ich will nicht von hier weg. Naja, dass du ein Blitzball werden kannst, musst du immer noch ganz schön viel essen. So, was gibt's hier?
Ach, da kann man nur das wieder machen. Konnten sie gut schlafen? Die anderen haben das Haus vorhin verlassen. Alles klar, zack, dann speichern wir nochmal schnell. Und dann gehen wir zu den anderen. Hey, you awake? Captain Walker's waiting for you. Alles klar. Wo ist er denn? So, Captain Walker, wo arbeitest du rum? Oder wo stehst du? Oder wo bist du? Keine Ahnung. Da ist er. Hallo. Ah, there you are. Be said, Aurox. Huddle. On to the temple, where we pray for victory. Go! High Summoner O'Hallan used to live in the Kilika Temple here. Yep. Lord O'Hallan was once a great blitzer, you know. Waka. Hmm? Praying for victory is all good. But is this right? Something wrong with enjoying Blitzball? Is this really the time? This is the only time. The players fight with all their strength. The fans cheer for their favorite team. They forget pain, suffering. Only the game matters. That's why Blitz has been around for so long. At least that's what I think. Whatever you say. Let's play and win, right? Right. Temple's beyond the jungle there. Let's go. Alles klar, dann gehen wir mal zum Tempel, aber schauen uns noch hier ein bisschen um. So, hier drin. Ich habe den Laden zwar wieder aufgemacht, aber ohne Ware läuft einfach nichts. Albed Lexikon Band 4. T ist ein D. Ich will nichts essen, ich will einfach nur hier bleiben. Der Anblick des Meeres macht mir Angst. Immer glaube ich, seinen Schatten zu sehen. Ja. Den lassen wir mal lieber in Ruhe, sonst kriegt er noch Depressionen und ja, keine Ahnung, was dir sonst noch einfällt. Dank der ehrwürdigen Yuna konnten alle friedlich ins Abyssum. Welch Segen, wahrlich ein Segen, Gevans. Es ist so viel kaputt, ich weiß gar nicht, wo ich mit den Reparaturen anfangen soll. Ja, am besten einfach rumliegen hilft bestimmt. Mach's dir gut. Ich hoffe, es wäre ein böser Traum. Und wenn ich aufwache, dann wäre alles wieder beim Alten. Aber nichts war beim Alten. Wenn Sinn wieder auftaucht, sind alle Reparaturen umsonst. Zerstörung und Wiederaufbau. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Was macht das Kind da? Wow! Hey, bleib stehen. Ist es da reingelaufen? Nee, da rennt ein anderes Kind rum. Wo ist das Kind hingelaufen? Nicht, dass es wieder irgendwas macht. Ist es hier drin? Ja, tatsächlich. Du hast meine Schwester gerettet, nicht wahr? Der Inhalt der Kiste gehört dir. Nimm's ruhig. Ein Dankeschön von mir. Ein Äther. Wuhu. Danke, dass du mich gerettet hast. Unser Haus ist zwar kaputt, aber ich habe ja noch meine Schwester. Deswegen geht's mir gut. Ja, wenigstens etwas. So, wo ist jetzt der Wacker und die ganzen anderen von der Bande? Alles kaputt, aber fröhliche Musik im Hintergrund. Mhm, alles klar. So, was gibt's hier drinnen? Oh, eine Schatzkiste. Potions dreimal. Es tut mir leid, er wurde von Sinn vergiftet. Bitte habt Nachsicht, wenn er wirre Dinge von sich gibt. Was guckst du so? Das hier ist kein Zoo. Okay.
Ja, der ist wohl wirklich vergiftet worden, im Gegensatz zu uns. Wir sind ja nur... Naja. Sagen wir es mal so. Nicht vergiftet worden, sondern einfach nur... Ja. Davon gespült worden. So, da sind wir. Aber nebenbei, ich warte mal, jetzt muss ich nochmal kurz zurückgehen. Da gibt's hier keinen Laden, wo man einkaufen kann. Warte, vielleicht ist es bei diesem Orca auf dem Schiff. Da gehe ich nochmal kurz hin. Wir müssen doch schließlich uns ausrüsten, bevor wir jetzt da in diesen Dschungel reingehen. Oh, eine Kiste, cool. Höschen, lass du die Finger davon. Oh, sie sind ja ein Kunde. Okay, gut, dann sind wir eben da beim Einkaufen. Nee, Datenball, der kann durchschauen. Das nehmen wir doch mal. Ja, rüst es gleich aus. Suchkaktor, der kann nur durchschauen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann sehen wir übrigens, was der Gegner für Schwächen hat. Stichlanze haben wir schon. Wanderschild. Abwehr plus 5 oder HP plus 5%. Nehmen wir HP plus 5%. Der Reiser ist schlechter. Der Wanderschutz hat HP plus 5%. Gar nicht mal so schlecht. Ausrüsten. Das kaufen wir auch. Für den Kimari brauchen wir auch einen Reisereif. Und das war's soweit. Gut, dann brauchen wir den Orca nicht. So, und jetzt aber raus hier aus der Stadt. Dorf. Ja, Trümmerhaufen. Zack. So, hier speichern wir. Und dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge erkunden wir hier diesen Dschungel. Also, dann danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao. Listen to my story. This may be our last chance.